Medikamente im Test, Bluthochdruck von der Stiftung Warentest und ich bin angekommen im roten, dem letzten Kapitel und das heißt Medikamente bewertet, Medikamente von A bis Z und es wird vorgestellt ACE-Hämmer plus Diuretikum. In diesen Präparaten ist ein ACE-Hämmer, Klammern Benazepril, Captopril, Kilazapril, Enalapril, Lisonopril, Perindopril, Kinapril, Ramipril, Klammer zu, mit einem Diuretikum kombiniert. In den meisten Fällen ist das Diuretikum ein Thiazid, Hydrochlorothiazid, Indapamid. In einem Fall handelt es sich um ein Schleifendiuretikum, Piretanid. So, und jetzt werden hier geeignete Medikamente laut den Angaben der Stiftung Warentest vorgestellt. Und das sind Benazepril plus Hydrochlorothiazid, Captopril plus Hydrochlorothiazid, Cilazapril plus Hydrochlorothiazid, Enalapril plus Hydrochlorothiazid, Lisinopril plus Hydrochlorothiazid, Perindopril plus Indapamid, Perindopril plus Indapamid, Kinapril plus Hydrochlorothiazid, Ramipril plus Hydrochlorothiazid. Und die sind geeignet bei hohem Blutdruck, wenn dieser mit einer der beiden Einzelsubstanzen allein nicht ausreichend gesenkt werden kann. Und dann wird vorgestellt als andere Kombination Ramipril plus Piretanid. Das ist geeignet bei hohem Blutdruck, wenn diese mit einer der Einzelsubstanzen allein nicht ausreichend gesenkt werden kann und gleichzeitig die Nierenfunktion eingeschränkt ist. Weitere wichtige Hinweise zu unerwünschten Wirkungen zur Anwendung bei Kindern und Jugendlichen in der Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei älteren Menschen finden Sie unter ACE-Hämmer und unter Schleifendiuretika bzw. Thiazide und Thiazidartige Diuretika, siehe Seite 111, 137 und 140. Es geht weiter mit ACE-Hämmer und Calcium-Antagonist.